Aufzeichnen ein, weil ich das jetzt noch für den Podcast aufzeichne. So, herzlich willkommen, guten Morgen. Wir sind jetzt einmal live auf Facebook und zum anderen zeichnen wir dieses Ganze hier auf für den Podcast. Spürbar stark von innen oder eben wie aus Wunden Wunder werden. Zu Gast ist heute unsere liebe Andrea Bartholomäus. Andrea ist die Inhaberin von Media 97. Sie ist Online-Unternehmerin und wird heute ja, uns etwas über Strategien, wie man stressfrei durch die Weihnachtszeit kommt. Unter anderem macht sie auch Beratungen in Digitalstrategien und erstellt Digitalisierungskonzepte. Liebe Andrea, guten Morgen und herzlich willkommen. Dann erzähl mal ganz kurz, was machst du denn als, wenn du die, so Digitalstrategien entwickelst? Ja, guten Morgen, liebe Gisa. Schön, bei dir zu sein. Ich freue mich sehr. Ja, was heißt es eigentlich, Digitalkonzepte, Digitalstrategien? Unsere Welt wird immer digitaler, unsere Welt wird online. Und als Unternehmerin und Unternehmer musst du einfach in dieser Welt Fuß fassen, dich anpassen, ne? Und wir erarbeiten Konzepte und Strategien hauptsächlich in Systemen, damit man auch einfach und leicht durch diese Welt kommt. Es sind Content-Strategien, Planungen, wie machst du was, wie erreichst du deine Ziele, wo willst du überhaupt hin, wo stehst du? Und da schauen wir uns dann die einzelnen Elemente an und gehen Schritt für Schritt mit unseren Unternehmern dadurch. Super. Also ich finde es total spannend. Ich bin ja sehr ein sehr intuitiver Mensch. Ich arbeite ja sehr intuitiv und habe zwar auch meine Strategien, aber ich tue mir da manchmal sehr, sehr schwer. Und ich glaube auch, dass viele von unseren Zuhörern auch jetzt schon die eine oder andere mehr, die andere weniger, wirklich ein Bauchweh haben, Bauchkrummeln, wie sie denn jetzt die Weihnachtszeit und den Weihnachtsstress bis Weihnachten dann überleben. Und ja, und dass auch beide Seiten, man selbst es überlebt und die anderen auch. Hatten wir die Idee, einfach diesbezüglich mal ein Interview zu führen. Und du hast mir im Vorfeld eine ganz, schaut mal her, eine riesen Checkliste mit zwei Seiten mal zugeschickt und zukommen lassen, die wir auch gerne euch Hörern zur Verfügung stellen. Ihr dürft uns dann eine PN schicken und wir schicken das als PDF dann raus. Also ich finde es grandios, du hast es eingeteilt, dass du schreibst, führe jeweils eine separate Liste, einmal für die Geschenke und einmal für die Lebensmittel und dann noch, was du sonst noch brauchst. Und hier hast du das eingeteilt, was planst du im November? Du erzähl doch einfach mal, was du da aufgelistet hast und warum du das so aufgelistet hast. Ja, also im Prinzip, ob es im Business oder im privaten Bereich ist, es ist halt immer schön, sich mal kurz vorher Gedanken zu machen, sich zu sammeln und zu gucken, was kommt eigentlich alles auf mich zu. Na, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Unternehmerin, die dann sagte, boah, wenn ich jetzt schon dran denke, was da alles kommt, und das wird so chaotisch und das ist jedes Jahr das Gleiche. Und man dann sagt, ja, dann änder's doch. Und dann kam, ja, wie denn? Wo ich dann sage, okay, jeder Unternehmer ist auch gleichzeitig Privatperson und jeder feiert auch irgendwo Weihnachten. Und somit kam es halt eben auch zu dieser Checkliste. Ja, was steht halt Weihnachten immer an? Ne, es sind Geschenke, es sind Lebensmittel, es ist das Einkaufen von Schmuck, Baum, Vorbereitung fürs Essen. Und wenn man sich vorher einfach mal ein paar Gedanken macht, wie kann das Ganze eigentlich ablaufen, beziehungsweise wie stelle ich mir das Ganze eigentlich genau vor, wird sowas halt auch ganz, ganz leicht, weil viele interpretieren in Weihnachten einen unglaublich hohen Erwartungsdruck. Es ist das Fest der Liebe und es muss alles fantastisch werden und es muss alles perfekt werden und es muss alles auf Point sein und es muss auch genau so sein, wie ich mir das vorstelle. Ja, Und genau. genau da fängt es eigentlich an, weil jeder in der Familie hat halt eben auch ein bisschen andere Vorstellungen. Und es ist nicht immer ganz einfach, alles übereinzubringen.
Das und stimmt. Deswegen, wenn ich vorher einfach schon mal frage, hör mal, wie sieht das denn aus? Es gibt nun mal nur einen Heiligabend. Das ist so. Und ich kann mich nicht teilen. Ich kann entweder bei, ne, Eltern sein, ich kann Leute zu mir einladen, ich kann bei Geschwistern sein. Wie will ich das eigentlich alles veranstalten? Hat sich irgendwas geändert? Ganz viele halten an Traditionen fest. Um 17 Uhr muss in der Kirche gewesen sein, um 19 Uhr gibt es Essen und wehe, das ist dann nicht fertig. Und wenn man einfach mal diesen Stress rausnimmt, diesen ganzen Druck rausnimmt, diese ganze Erwartungshaltung rausnimmt und sich einfach mal fragt, was will ich wirklich? Genau, und was tut der Familie gut? Ne? Also es ist ja nicht immer das, was ich will, auch das, was die Familie will. Und es ist einfach, ich sage immer, du hast die all die Jahre davor, hast du die Erfahrung, wie du es geschafft hast, dir den Stress zu machen. Dann schau dir doch mal den Stress an. Ich meine, ich habe ja auch im Coaching genau die Themen auch. Und dann schau dir die Themen an. Was genau hat dir Stress gemacht? Oft ist es eben halt, wie gesagt, wie du sagst, schon die eigene Erwartungshaltung, aber auch die Erwartungshaltung an die anderen, die sollen doch. Und, aber manchmal wird die Erwartungshaltung auch gar nicht kommuniziert und dann kommt es schon zu den ersten Konflikten. Ja, wenn der andere nicht weiß, was er tun soll, was du erwartest, dann kann er das auch nicht umsetzen. Ja, und dann kommen dann wieder noch die eigenen Kränkungen hinzu und so kann sich das wirklich dann bis zu Weihnachten aufstauen. Aber ich sage immer, du hast die Erfahrungen als Referenzen. Nutze sie. Ja, und mach daraus dann, so wie du es gemacht hast letzten Endes, Checklisten oder schreib einfach mal auf, mach gerne so, eine Energiebilanz. Also ich arbeite gerne mit so Energiebilanzen. Mach einmal oben ein Plus und ein Minus und dann alles, was gut war, schreib dir auf und alles, was schiefgelaufen ist, was zu Konflikten geführt hat, schreib dir auf der anderen Seite auf. Und dann kannst du nämlich sehen, von was, ne, von dem Minus, was willst du weniger und von was kannst du mehr machen. Ja, aber auch einmal hinzuschauen, hat sich vielleicht irgendwas verändert? Hat, ne, ein Kind eine Partnerin, selber verpartnert, selber getrennt? Was hat sich im Jahr ergeben? Ist ein Familienmitglied verstorben? Ist jetzt irgendwas anders? Und schon sieht ja alles wieder ganz anders aus. Und da darf man auch einfach mal hinschauen. Natürlich. Also ich kenne natürlich einige Menschen, wo die Kinder aus dem Haus sind inzwischen, wo selbst Singles. Und auch da kommt es darauf an, wie gehe ich damit um. Manche können dann an Heiligabend als Single wirklich ganz schlecht alleine zu Hause sein und anderen, denen ist es gerade egal. Ja? Und für die sage ich dann, ja, wo kannst du denn jetzt schon gut für dich sorgen? Wo gibt es vielleicht andere Singles? Ich sag's mal so. Und wen kannst du zu dir einladen, dass ihr einfach gemeinsam dann Weihnachten verbringt, dass keiner von euch alleine sein muss? Ja, ich bin zum Beispiel dann an Heiligabend bei einer Freundin eingeladen. Da sitze ich dann, also nachmittags kommen immer meine Kinder. Und das heißt, meine Kinder, mein Sohn und seine Freundin. Und das ist dann unser Ritual. Wir haben den Nachmittag dann immer für uns. Und abends gehen die ab 18 Uhr dann zu ihren Eltern. Und dann bin ich alleine, beziehungsweise ich bin ja nicht alleine, ich gehe dann zu einer Freundin. Ja, also, und genauso kann man sich dann miteinander absprechen, um an Heiligabend, wenn man keine Familie hat, also ich habe keine Eltern mehr, dass man dann da im Prinzip, ja, für sich gut sorgt. Ne? Definitiv, ein ganz großes Thema ist halt eben auch mit Kindern. Gerade wenn die Kinder noch ein bisschen kleiner sind, wie du schon sagst, ne, ihr habt, ne, dein Sohn ist jetzt groß und ihr habt euch einfach abgesprochen. Genau. Aber wenn jetzt so kleinere Kinder mit im Spiel sind und man reicht sie einfach nur durch und irgendwo müssen sie ein Geschenk auspacken, finden es vielleicht gerade toll, fangen damit an zu spielen, schon muss eingepackt werden, weil man muss zum nächsten reisen. Ja, das sind alles Sachen, ne, das versteht vielleicht auch so ein Kind nicht und es ist so eng getaktet. Also, ne, das einfach, will man das oder möchte man die Leute dann lieber zu sich einladen und einen gemütlichen Abend machen? Andersrum ist es genauso, wenn man irgendwo auf größeren Familienfesten eingeladen ist. Meist hat man einen Familienteil, mit denen hat man das ganze Jahr über nicht so wirklich viel zu tun. Ja. Und nur weil Weihnachten ist,
ne, sich dahinzusetzen und zu sagen, hey, Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist toll und wir haben uns alle lieb, funktioniert meistens nicht. Also, ne, es funktioniert meistens schon, dass man sich auf den Festen trifft, aber... Genau, und quasi zusammenreißt. Genau, aber dann ist es auch so. Auch das darf ja einfach sein. Ne? Man, dieses, was ich ganz, ganz schrecklich finde, ist so dieses, man muss ja. Also da sind wir ja, wieder bei den Erwartungshaltungen. Es muss ja alles perfekt sein. Mhm. Wir müssen uns jetzt verstehen. Und ne, nee, warum? Also von daher, ne, finde ich es wichtig, sich einfach treu zu bleiben, bei sich zu bleiben und so wirklich zu gucken, ne, was tut einem selber gut. Genauso wie ich, wenn ich, ne, auf meine Checkliste gucke. Genau, auf die wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen. Was planst du im November? Was solltest du, weil wir haben ja jetzt November und nicht mehr lange November. Und du hast da jetzt geschrieben, überlege dir, also für den November, ich gehe jetzt ein bisschen auf die Punkte ein, weil ich glaube, dass wir dann eh noch genug zu erzählen haben. Ja, überlege dir, was du schenken möchtest, weil ich meine, jetzt kommt ja auch Nikolaus, ja, und der steht ja auch dann plötzlich am 6. Dezember vor der Tür. Müssen Pakete, Karten verschickt werden? Plane, bis wann du das erledigt haben möchtest. Dann lege fest, ob du den Adventskalender kaufen oder basteln möchtest. Ja, also wir haben ja jetzt am Sonntag schon den ersten Advent und ja, also du hast da wirklich, ich sag's mal, bis ins Detail alles zum Abhaken geplant und gemacht. Und ja, was ich aber einen ganz tollen, wichtigen Punkt hier finde, und den hast du dann auch in den anderen Wochen quasi. Du hast wirklich das in Wochen eingeteilt, also was im November, was, welche Aufgaben in der ersten Dezemberwoche, in der zweiten Dezemberwoche und die dritte Dezemberwoche und dann Aufgaben kurz vor dem Fest, also vor Heiligabend oder noch so Allgemeines. Also ich finde es unglaublich strukturiert. Hatte ich noch nie. Ich bin ja, wie gesagt, kein so ein Checklisten-Typ. Ich finde, ihr seht auch hier, es sind zwei völlig verschiedene Menschen und Ansätze. Ich bin eher so die Chaos-Queen, die es aber am Ende dann doch immer alles schafft und macht, weil ich eben hier dann meine Checkliste habe, im wahrsten Sinne des Wortes, in meinem Kopf. Und ich weiß ja, was die letzten Jahre gut lief. Und was nicht so gut lief, und ich mache dann automatisch genau davon mehr, was gut war. Und finde es aber in der Tat sehr, sehr spannend, dass jemand so detailliert mit Checklisten arbeitet. Also ich bin halt die, ja, der Herzmensch, der intuitive Mensch eher so, und Andrea ist so absoluter Kopfmensch. Ein bisschen Herz habe ich auch. So natürlich, nein, deswegen habe ich es gesagt mit dem Intuitiven, aber sie braucht diese Struktur genau so. Und es ist, ich finde es irgendwie spannend und grandios, dass jemand so das macht. Also ich bin auch beeindruckt. Ich wollte gerade sagen, nicht alle Punkte, die auf dieser Liste stehen, treffen natürlich auf jeden zu. Das ist jetzt einfach ganz mal bestimmt der Vollständigkeit halber zusammengetragen. Na, und ja, aber ich finde, für mich ist es einfach so, wenn ich eine Checkliste habe, wenn ich da durchgehe, selbst wenn ein Punkt mich nicht betrifft, dann kann ich ihn streichen. Dann kommt aber irgendwie nichts komplett Unerwartetes, beziehungsweise ich habe auch einfach Raum für mich. Das, was ich halt immer brauche und auch das, was ich meinen Kunden immer sage, das Wichtigste ist, nehme dir auch Zeit für dich, nehme Zeit zum Reflektieren, nehme Zeit zum Nachdenken, mache Termine mit dir selber. Und genau das, ne, soll natürlich auch mit in der Adventszeit mit drin sein. Ne? Du musst nicht alles alleine machen. Das musst du weder im Business, noch musst du das zur Adventszeit, ja, im privaten Bereich, beziehungsweise generell im privaten Bereich. Mhm. Ne? Aber auch in der Adventszeit trage dir Freiräume ein. Ne? Es finden sowieso wichtig unendlich viele Termine statt, von Weihnachtsfeiern, von, ne, irgendwie Kindergartenfesten, von was es auch immer gibt, noch Treffen, die irgendwo stattfinden, Gänseessen, was nicht alles, ne, noch gemacht werden muss. Und wenn ich dann alles terminiert habe, stehe ich ganz oft da und sage so, und jetzt? Mhm. Ne, man funktioniert nur, und wenn ich mir vorab schon Termine mit mir selber mache,
habe ich auch mal Zeit, einfach gemütlich über den Weihnachtsmarkt zu bummeln, weil einfach nichts ansteht. Ja. Oder ich habe Zeit, mir eine schöne Kanne Tee zu kochen, die Füße auf der Couch hochzulesen, zu legen und einfach zu lesen. Also ja, ne? Ja. Quality Time mit einbauen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, und aber auch wirklich Ruhe und Stille. Also und dann halt auch überlegen, bin ich jetzt der Typ? Früher, also bei mir hat sich verändert. Früher bin ich sehr, sehr gerne auf Weihnachtsmärkte gegangen und heute stresst es mich schon fast, diese Menschenmenge. Und ich gehe maximal auf einen einzigen Weihnachtsmarkt, maximal, aber am liebsten eigentlich gar nicht mehr auf diese Weihnachtsmärkte, weil es mich einfach diese Menschenmenge inzwischen ja stresst. Und deshalb ist auch so, wie du sagst, für mich ist es angenehmer, dann an dem Sonntag wirklich meinen Adventskranz zu haben, da mein Kerzchen anzumachen, mit einem Buch mich auf das Sofa zu setzen und zu lesen. Die Zeit ist sehr, sehr schnelllebig und wir alle haben im Alltag und im Business so viel zu tun, so viele Eindrücke zu verarbeiten. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie ein Film oder an Weihnachten wird der Film nochmal schneller abgespult. Oder um die Weihnachtszeit rum. Ich weiß nicht, ob du das auch so manchmal empfindest. Mir geht es so, dass viele auch das Gefühl haben, also auch meine Klienten, die kommen und sagen, boah, der Dezember, es ist eh schon ganz schnell, also der Film läuft schon schnell, der Lebensfilm, so, ja, und dann geht es noch mal schneller. Wie empfindest du das? Ja, tatsächlich. Dadurch, dass ich mir immer wieder Breaks einbaue und ne, mir meine Quality Time nehme, egal ob jetzt wirklich im Business, wo man noch überlegt, ne, wie soll es gehen und wie soll es passen oder halt eben jetzt auch eben privat, wo man dann sagt, hey, genau da tue ich jetzt das, was ich will. Selbst wenn ich da eigentlich geplant habe, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und mir ist gerade nicht mehr danach, ja, dann mache ich das, wo mir nach ist. Und verändere das Ganze oder ne, sitzt vielleicht nur gemütlich mit Menschen zusammen und was weiß ich, wir trinken einen Glühwein, Kinderpunsch oder sonst irgendwas zusammen. Mhm. Aber das sind halt eben, ich finde, diese Quality Breaks braucht man mittlerweile. Also ich finde die als Ankerpunkte unglaublich wichtig. Das ansonsten finde ich, ist man so, ja, wie in seinem eigenen Hamsterrad. Wenn ja, du sagst, ja, es geht so schnell, ja, dann bist du halt im Weihnachtshamsterrad und ne, jetzt musst du und hier noch die Kekse und da muss jedes und da muss jenes. Nee, so muss es nicht sein. Halte es an, plan dir deine eigene Zeit und bau dir genügend Freizeit für dich und deine Familie damit ein. Mhm. Magst du mal so ein, zwei Stichpunkte noch aus der Checkliste rausnehmen und unseren Zuhörern und Zuschauern einfach mal ganz kurz und knackig erklären? Ja, also wenn ich mir jetzt mal kurz auf die Liste schaue, es geht halt wirklich los von, ne, möchte ich mit Kekse backen, auf welche Feste möchte ich gehen, wo plane ich meine Auszeiten, ne, wem möchte ich was schenken, weil ich muss es etwas früher zur Post bringen, damit es auch, ne, damit ich nicht zittern muss, dass es genau Heiligabend auch tatsächlich noch, ne, meine beschenkte Person erreicht oder dass die Karten nicht Anfang Januar erst eintrudeln. Genauso wie, ne, Weihnachten ist für viele die Zeit des Gebens. Möchte ich was zurückgeben? Möchte ich irgendwo spenden? Möchte ich eine Geldspende machen? Möchte ich vielleicht eine Sachspende machen? Wenn ich eine Sachspende machen möchte, muss ich die Dinge ja auch besorgen. Ne, also wo packe ich das Ganze rein? Ne, Anfang Dezember geht es dann los mit, ne, es steht Nikolaus vor der Tür, mach die Sachen fertig. Wenn du es einen Tag oder zwei vorher fertig machst, stellst du auch fest, fehlt noch irgendwas, ist, ne, irgendwo was durchgerutscht, dann wird das Ganze halt eben auch wieder entspannter. Okay. Genauso, wenn du fürs Fest das Essen planst, plan doch einfach was man gut vorbereiten kann und überlege dir, ne, wer kann dich dabei unterstützen, wer kann dir helfen, wer kann was dazu beitragen, macht der eine vielleicht einen Nachtisch oder eine Beilage und ne, es wird gemütlich zusammengesetzt, anstatt dass man die ganze Zeit in der Küche steht, total abgekämpft ist und sagt so, hoffentlich schmeckt es auch allen. Wenn dann irgendeiner schon sagt, ja, aber hast du nicht noch, wo man dann direkt wie so ein HB-Männchen unter die Decke geht und sagt, hey,
aber ich habe doch schon alles ja. gemacht, alles getan und jetzt ist es immer noch nicht gut. Genauso wie ich Ende Dezember, in der dritten Dezemberwoche immer sage, guckt mal nach, was wollt ihr eigentlich anziehen? Probiert vielleicht mal die Kleidungsstücke an, passen die noch, die ihr eigentlich tragen wollt? Genau. Ist was zu groß oder zu klein geworden? Passen oder die muss noch? Vielleicht einfach noch mal schnell was in die Reinigung. Ne? Der eine oder andere zieht gerne einen Anzug an, der vielleicht ein ganzes Jahr keinen Anzug trägt oder ein schickes Kleid oder wie immer. Muss das vielleicht noch mal schnell durch die Reinigung? Wenn ich das auf den allerletzten Drücker erledige, ist halt eben immer, ich hetze es dann von A nach B nach C. Wenn ich gucke, das kann ich alles schon vorab erledigen. Ja, und vor allen Dingen geht es auch ganz, ganz oft darum, was kann ich an wen eventuell delegieren? Ja, also an wen kann ich was abgeben? Das ist auch nochmal, finde ich, ganz, ganz für mich ein wichtiger Punkt. Na, ich meine, ich habe meinen Weihnachten inzwischen so stressfrei wie möglich. Wie gesagt, nachmittags kommen meine Kinder, dann gehe ich zu meiner Freundin. Aber auch da frage ich meine Freundin, wie kann ich dich unterstützen? Kann ich was mitbringen? Ja, wir sind dann halt auch mehrere Personen. Was kann ich jetzt dazu beitragen und beisteuern? Ja, und auch da ist es vielleicht auch mal auch an die Leute, die eingeladen sind oder wurden, mal ein Appell oder darüber nachzudenken, wie kannst du, auch wenn du jetzt Gast bist, trotzdem den Gastgeber oder die Gastgeberin unterstützen. Ja, war nicht immer alles als so, ach, das haben wir immer schon gemacht, ich strecke die Füße unter den Tisch und freue mich da. Super. Ja, jetzt haben wir schon über 20 Minuten, meine Liebe. Ich hätte jetzt ganz gerne noch 3 knackige Tipps von dir. Was, also wirklich so 1, 2, 3 knackige Tipps, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben könntest und kannst, was sie für sich jetzt umsetzen können, um stressfreie Weihnachten zu erleben. Ja, also für mich ganz klar Quality-Time-Punkte setzen. 1, super. Planen, vorbereitend planen, was soll es zum Fest geben, Lebensmittel vorab besorgen, damit 2. Man nicht so steht. Und sich vorab echt überlegen, mit wem möchte ich noch was schenken, oder genießen wir in der heutigen Zeit einfach mal die Zeit miteinander. Super. Weil ich finde, Zeit ist das wertvollste Geschenk, was ich jemandem machen kann. Und wundervoll. Das ist jetzt ein ganz, ganz toller, wundervoller Abschluss. Zeit ist das Wertvollste, was du jemandem schenken kannst. Nämlich deine Zeit und auch Quality Time dir zu schaffen, schenke dir selbst Zeit. Also schöner kann der Abschluss gerade gar nicht sein. Ich bin dir super, super dankbar, dass du uns deine Tipps und eben halt auch diese wundervolle Checkliste zur Verfügung gestellt. Ich halte sie noch mal ganz kurz in die Kamera. Wirklich, es ist unglaublich detailliert und ganz, ganz toll gemacht. Ich kann sie nur empfehlen. Wer diese Checkliste möchte, kann mir oder eben halt Andrea eine PN schicken und wir schicken es euch über Messenger per PDF zu, weil das geht ja dann ganz einfach über Messenger, ne? Und ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei wart. Andrea, magst du noch irgendwas mit auf den Weg geben? Nö, ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt. Was ich noch mit auf den Weg geben möchte, ist natürlich, ich wünsche allen viel Gesundheit und ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Super. Und auch die Zeit davor, dass ihr... Und auch die Zeit davor, selbstverständlich. Klasse. Ich danke dir herzlichst, dass du da warst, dass du meine Interviewpartnerin bist und warst und dass wir über dieses Thema sprechen durften und konnten. Und jetzt darf ich meinen Zuhörern und Zuschauern noch ein etwas verraten. Viele haben mitbekommen, das ist mein Camino-Buch und Andrea hat das 2. Lektorat für mein Camino-Buch gemacht und dafür danke ich dir herzlichst. Und wollte ich nur mal noch gesagt haben. Ja, sehr, sehr gerne. Genau, sie war nicht ganz unbeteiligt an der Veröffentlichung dieses Camino-Buches. Buen Camino mit dem Rucksack statt Nagellack auf dem Jakobsweg. Ist übrigens auch ein ganz, ganz tolles
Weihnachtsgeschenk. Ne? Auf Andrea? Jeden Fall. Da ich es ja schon gelesen habe, ich mag nicht so viel zu verraten, aber ich muss sagen, die eine oder andere Stelle lädt so zum Schmunzeln ein. Also von daher ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Herzlichen Dank. Und so, jetzt verabschieden wir uns eben zum einen auf Facebook. Und schön, dass du da warst. Das war der Podcast von Gisa Steeg, heute mit Andrea Bartholomäus. Und eine neue Folge wird auch online gestellt auf YouTube, falls du uns dann sehen willst und nicht nur hören. Und auf Facebook verabschieden wir uns jetzt. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dabeisein. Tschüss. Tschüss.